dritten Stock, rechts. Ah, okay. Oben. Okay, okay. Ich muss jetzt nach da. Ja, ja. Okay. Tschüss. Ciao. Bis morgen, Christoph. Ja. Tschüss. Es ist schon 23:30. Wir wollten uns doch eigentlich um 11 treffen. Stimmt. Komisch. Christoph kommt nie zu spät. Wie ist das denn? Dein Tod? Kennt ihr den? Nee, was ist das denn? Schalt mal laut. Hallo? Vermisst ihr euren Freund schon? Er befindet sich in einer Kammer, wo die Luft immer knapper wird. Er hat noch eine halbe Stunde. Wollt ihr um sein Leben spielen? Ja. Schaut links von euch aus dem Fenster. Seht ihr den Eingang? Ja. Geht dort hinein. Dort kriegt ihr weitere Anweisungen. Okay, los, geht's. Hallo, ist hier jemand? Wer ist das? Was ist er? Das ist der Erpresser, macht doch laut. Frage 1. Wart ihr schon mal an einem Unfall beteiligt? Nein, eigentlich nicht. Nein, ganz lange nicht. Lisa! Der Sauerstoff ist knapper geworden. Euer Freund hat nur noch 5 Minuten. Zweite Frage. Wer saß am 24. Dezember 2014 im Auto, als mein Sohn seinen tödlichen Unfall hatte und ist weitergefahren? Ich? Richtig. Aber jetzt verfolge ich euch. Für wen würde euer Freund sterben? A. Für seine Familie. B. Für seine Freunde. Für seine Freunde. Freunde. Für seine Freunde. Gut, du hast es geschafft. Nun gehe in die nächste rechte Tür. Ah!
nun hab ich euch.